Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Stichler. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Ein Haus in der Nähe von Kiew. Nur eine von unzähligen Szenen der Zerstörung im Krieg gegen die Ukraine. Russische Truppen versuchen offenbar, die Hauptstadt Kiew einzukreisen. Ihr Vormarsch auf Kiew erfolgt von Norden. Die schraffierten Regionen gelten als inzwischen von russischem Militär kontrolliert. Im Südosten des Landes haben die Kämpfe in der vergangenen Nacht das Atomkraftwerk Saporischschja erreicht. Es ist das größte Europas. Bilder einer Überwachungskamera des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja. In der Nacht ist es beschossen worden. Auf dem Gelände bricht Feuer aus. Allerdings nicht im Reaktor, sondern in einem Trainingslager, wie sich später herausstellt. Nach Behördenangaben kann das Feuer am frühen Morgen gelöscht werden. Inzwischen ist das Kraftwerk unter der Kontrolle der russischen Streitkräfte. Moskau macht ukrainische Saboteure für den Angriff verantwortlich, der ukrainische Präsident die russischen Streitkräfte und wendet sich direkt an sie. Wie kann das überhaupt sein? Wir haben doch gemeinsam 1986 gegen die Folgen der Tschernobyl-Katastrophe gekämpft. Ihr müsst euch doch noch an das heiße Graphit erinnern, das von der Explosion verstreut wurde, an die Opfer. Ihr müsst euch doch erinnern an das Glühen über dem Reaktorblock. Diesmal kommt es nicht so weit. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde gibt am Mittag leichte Entwarnung. Es ist wichtig zu sagen, dass alle Sicherheitssysteme der 6 Reaktoren nicht betroffen waren. Und es gab keine Freisetzung von radioaktivem Material. Bilder einer US-Satellitenfirma. Sie sollen zeigen, dass russische Truppen ihren Vormarsch auf Kiew weiter fortsetzen. Am Mittag Explosionen in der Hauptstadt. Rauchwolken sind zu sehen. Trotz allem gäbe es keinen Hass der Ukrainer auf die Russen, betont der Bürgermeister von Kiew. Nein, wir hassen niemals Russen. Wir hassen diese Politik. Was macht die Russische Föderation? Wie kann ich Russen hassen? Meine Mutter ist Russin. Die Hälfte von meinem Blut ist russisches Blut. Das ist nicht die Frage Nationalität, das ist die Frage der Werte. Die Kämpfe im ganzen Land gehen weiter, auch hier in Tschernihiw, nordöstlich von Kiew. Ein Öldepot, zahlreiche Wohnhäuser und auch eine Schule sollen getroffen worden sein, so das ukrainische Fernsehen. Es gibt Tote und Verletzte. Über den Krieg in der Ukraine beraten heute in Brüssel die Außenminister der NATO sowie der EU-Mitglieder. NATO-Generalsekretär Stoltenberg wagte eine düstere Prognose. Die kommenden Tage würden vermutlich noch schlimmer werden. Man trage nun die Verantwortung dafür, dass der Konflikt sich nicht über die Grenzen der Ukraine hinaus ausweite. Die NATO wird sich weiter verstärken. Das war heute die klare Botschaft von Generalsekretär Stoltenberg. Mehr Truppen, vielleicht auch mehr Flugabwehr im Osten des Bündnisses. Aber in den Krieg in der Ukraine will niemand eingreifen. Ein klares Nein deshalb zur von der Ukraine geforderten Flugverbotszone. Der einzige Weg, eine solche No-Fly-Zone umzusetzen, wäre, NATO-Kampfjets in den ukrainischen Luftraum zu schicken und dann russische Flugzeuge abzuschießen. By shooting down Russian planes. Durch eine solche Konfrontation mit Russland drohe ein Krieg in ganz Europa. Und das will die NATO nicht riskieren. Sie entschied heute aber, die Nicht-NATO-Mitglieder Schweden und Finnland stärker einzubinden. Beide Länder werden ab sofort an allen Besprechungen teilnehmen, die die Ukraine-Krise betreffen. Kein militärisches Eingreifen also, aber Diskussionen über Sanktionen. Die deutsche Außenministerin hat am Morgen bei der NATO weitere Maßnahmen angekündigt. Am Nachmittag bei der EU sprach sie davon, dass die bestehenden Sanktionen wirken müssten. Wir müssen auch auf Dauer helfen und vor allen Dingen auf Dauer halten. Das bedeutet, weitere Maßnahmen zu diskutieren, die wir nicht durchhalten können. Das wäre mehr als kontraproduktiv. Damit könnte Baerbock zum Beispiel den zunehmend lauter geforderten Stopp von Öl- und Gasimporten gemeint haben. Bei der EU ebenfalls diskutiert werden offenbar auch Sanktionen gegen Russland über die Welthandelsorganisation.
Die deutsche Position bei auswärtigen Kampfeinsätzen sowie die militärische Unterstützung große Zurückhaltung zu wahren, ist durch die Ereignisse der letzten Tage ins Wanken geraten. So gab es beim Thema Waffenlieferungen für die Ukraine zuletzt ein Umdenken. Dass sich die Bundeswehr in irgendeiner Weise am Krieg in der Ukraine beteiligt, kommt für Bundeskanzler Scholz jedoch nicht in Frage. Stattdessen setze man weiter auf Diplomatie und Sanktionen. In einem einstündigen Telefonat mit Präsident Putin forderte Scholz am Nachmittag die sofortige Einstellung aller Kampfhandlungen. Gespannter Blick auf die Ukraine beim Einsatzführungskommando in Schwielowsee. Hier werden die Auslandseinsätze der Bundeswehr koordiniert. Der Kanzler stellt bei seinem Besuch unmissverständlich klar, Deutschland unterstütze die Ukraine, werde aber nicht militärisch eingreifen. Wir sind nicht Teil der militärischen Auseinandersetzungen, die dort stattfinden, und werden es auch nicht werden. Es ist für uns völlig klar, dass die NATO und ihre Mitgliedstaaten sich nicht an dem Krieg beteiligen. Auch ein möglicher direkter Angriff auf ein Atomkraftwerk in der Ukraine würde an dieser Haltung nichts ändern. Geheime Sitzung des Auswärtigen Ausschusses am Nachmittag. Die Union sieht das anders. Eine atomare Gefährdung könne die NATO möglicherweise zum Eingreifen zwingen. Dass es eine Bedrohung der NATO wäre, wenn wir mitten in Europa radioaktive Verseuchung im großen Stil hätten, liegt auf der Hand. Die Frage ist, ob wir mit unseren Mitteln, ob wir geeignete Mittel der NATO haben, um das dann einzuhegen, oder ob eine Eskalation des Konfliktes da ist. Die Lieferung dieser Stinger-Raketen in die Ukraine und auch die der Panzerfäuste sei auf einem guten Weg, teilt das Verteidigungsministerium heute mit. Auch die Grünen halten das weiterhin für den richtigen Schritt. Es wird auch weitere Lieferungen geben. Das Bundessicherheitsrat wird darüber entscheiden. Ich würde trotzdem von der Perspektive her Folgendes anmerken. Diese Waffen können eigentlich nur dazu dienen, durch eine Verzögerung die Bereitschaft, einen Waffenstillstand herbeizuführen, zu beschleunigen. Erst nach einem Waffenstillstand, da ist man sich in Berlin einig, könnten Verhandlungen mit Russland möglicherweise auch unter prominenter Vermittlung beginnen. Vor allem Restaurants hatten bis zuletzt große Einbußen wegen der Corona-Beschränkungen hinnehmen müssen. Nun entfallen im zweiten Schritt des bundesweiten Lockerungsplans weitere Maßnahmen. In der Gastronomie und Hotellerie gilt jetzt die 3G-Regel, sodass dort auch Ungeimpfte mit negativem Test essen dürfen. Clubs und Diskotheken öffnen mit der 2G-Plus-Regel. Ab dem 20. März sollen dann alle tiefgreifenderen Maßnahmen enden, sofern die Pandemielage es zulässt. Der Krieg gegen die Ukraine überschattete auch die Eröffnungsfeier der Winterparalympics heute in Peking. Trotz des Krieges in ihrer Heimat sind die Sportlerinnen und Sportler aus der Ukraine dabei. Insgesamt nehmen mehr als 700 Athletinnen und Athleten aus etwa 50 Nationen an den Spielen teil. Nicht dabei sind die Teams aus Russland und Belarus. Sie wurden nach Protesten und Boykottdrohungen vieler Nationen von Zeremonie und Wettkampf ausgeschlossen. Und hier noch die Wetteraussichten. Morgen im Westen und Südwesten meist sonnig, sonst ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken. Im Osten auch stärker bewölkt, 0 bis 10 Grad. Wir melden uns um 17 Uhr wieder auf tagesschau24 und tagesschau.de. Halten wir Sie auf dem Laufenden. Bis später.